Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, in dem Fall ist wirklich Herr Fussum nicht zu toppen. Aber ich will ihn trotzdem mal Herrn Rasser ansprechen. Ich glaube, Ihr Antragstext hätte in weiten Teilen selbst ein kleines H-Kennzeichen verdient. Der Bundesverband für Clubs der klassischen Fahrzeuge e.V., sowas gibt es tatsächlich, hat vor fast 8 Jahren im Juni 2008 ein fast wortgleiche Forderung veröffentlicht, wie sie die FDP heute fast wortgleich sich selber zu eigen macht. In der Sache können wir uns allerdings weder der FDP noch dem Dachverband anschließen, denn das Argument, dass die Halter von Oldtimern tendenziell sorgfältiger auf ihr Auto achten und die Fahrleistung geringer ist, mag oft zutreffend sein, aber eine Verallgemeinerung ist falsch, denn es gibt keinen Automatismus. Bei der Zulassung mit einem H-Kennzeichen handelt es sich um eine Zulassung zum Straßenverkehr ohne jegliche Einschränkung. Deshalb müssen Verkehrssicherheitsgründe auch hier analog gewahrt bleiben. Die bereits heute bestehenden Steuervorteile und die Ausnahmen von Fahrverboten in Umweltzonen und so weiter machen es zunehmend attraktiv und auch interessant, Fahrzeuge mit H-Kennzeichen auch im Alltagsverkehr einzusetzen. Von Liebhaberstücken kann man dabei nicht mehr in jedem Falle sprechen. Im Punkto Verkehrssicherheit darf es keine weiteren Kompromisse geben, auch gerade zugunsten der Oldtimer-Inhaber, weil sie natürlich auch immer mit einem verkehrssicheren Oldtimer fahren sollen. Es muss deshalb auch künftig eine regelmäßige Kontrolle im regulären Prüfintervall gewährleistet bleiben. Auch die These, dass sich die Oldtimer per se in einem technisch besseren Zustand befinden, hält einem Realitätscheck nicht stand. Im letzten Jahr wurde bei den Untersuchungen beispielsweise bei über einem Achtel der Oldtimer-Fahrzeuge erhebliche Mängel festgestellt. Eine Plakette konnte in diesen Fällen nicht ausgestellt werden. Dies ist also mindestens im Bereich auch der allgemeinen Fahrzeuge und bedeutet nicht, dass Oldtimer insgesamt verkehrssicherer und besser gepflegt sind. De facto bedeutet die FDP-Forderung, dass diese Fahrzeuge in solchem Zustand 3 weitere Jahre für den Straßenverkehr zugelassen worden wären. Die von Ihnen vorgebrachten Argumente werden dadurch aufgewogen, dass die Technik vieler Oldtimer für Verschleiß und Störungen anfälliger als die Technik moderner Fahrzeuge ist. Eine Verlängerung der Prüfintervalle von 2 auf 5 Jahren ist deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit und im Sinne der Menschen, sowohl der Fahrenden mit Oldtimer als auch der anderen Verkehrsteilnehmer, und aus Sicht auch von uns deshalb hier und heute abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beul. Und nun spricht für die Fraktion.